Hallo zusammen, ich bin Janina und ich begrüße euch zum Wochentag zu den Beziehungen Schweiz-EU. Diese Woche war vieles los in der EU. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat nämlich am Dienstag ihr neues Team aus 26 Kommissarinnen und Kommissaren vorgestellt. Dazu gibt es zwei Sachen, die ich gerne erwähnen möchte. Erstens, und ich glaube, das ist besonders wichtig für die Schweiz, wird der Maros Šefčovič voraussichtlich weiterhin zuständig sein für die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Ich glaube, das ist wichtig für die Stabilität dieser Verhandlungen. Der Šefčovič ist in der neuen Kommission nicht mehr Vizepräsident, aber er wird als Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen in dieser Kommission. Zweitens möchte ich erwähnen, dass die Zusammenstellung der Kommission jeweils ein sehr komplexer Prozess ist, der auch recht viel Zeit in Anspruch nimmt. Es können nämlich alle 27 EU-Mitgliedstaaten ein Kommissionsmitglied vorschlagen. Meistens ist das jemand, der der jeweiligen nationalen Regierungspartei angehört. Und die Kommission ist somit nachher am Schluss ein Gremium, das aus allen Mitgliedstaaten besteht. Was jetzt neu ist und was eben auch für gewisse Kritik gesorgt hat, ist, dass es nur noch zwei Führungsebenen wird geben. Nämlich die sechs Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten plus die Kommissarinnen und Kommissare. Früher hat es noch eine dritte Führungsebene im Vizepräsidium gegeben, die ist jetzt aber gestrichen worden. Es ist offenbar auch nicht ganz so klar mit dem neuen Schema, wer in welchem Politikbereich schlussendlich wem unterstellt ist. Und es gäbe offenbar auch gewisse strategische Überschneidungen, durch die Ursula von der Leyen nachher letztlich eine stärkere Führung in der Politik einnehmen kann. So tut zumindest die Kritik. Am Schluss wird aber sowieso das Parlament noch die Kommission als Ganzes, also als Gremium, abschließend wählen. Das war es schon wieder zum Wochentalk zu den Beziehungen Schweiz-EU. Es freut mich, dass ihr zugelassen habt und ich wünsche euch ein ganz gutes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder zum Wochentalk zu den Beziehungen Schweiz-EU. Tschüss zusammen!